So, ich grüße euch zu einem neuen Part Pokémon Pearl. In diesem Part erreichen wir die neue Stadt, wo ich den Namen nicht weiß, Weideburg vermute ich. So, hier ist ein Mädchen. Hehehe, ich kann auch kämpfen. Ach, ist das so? Dann zeig mal, was du drauf hast. Kein Carpador. Okay, schon besser. Ein Bidifass. Bidifass ist ein Wasser- und Normaltyp. Nach seiner Entwicklung bekommt es den Typ Wasser hinzu. So, bizarrer Raum. Surfer. Bitte zieh nicht so viel ab. Surfer ist eine gute Attacke. Aber sie hat nicht so viel abgezogen. Ich hätte jetzt erwartet, dass sie voll viel abzieht. Naja. Alles klar, Hypnose. Unser Pokémon ist jetzt das Schnellere. Jawohl! Das ist eine gute Kombi. Denn jetzt, wo unser Pokémon schneller ist, müssten wir dieses gegnerische Pokémon eigentlich immer einschlafen können. Wenn wir am Zug sind. Und zwar sofort. So, soll ich meine Verteidigung erhöhen? Ich meine, er greift mit Spezialangriff an. An der Surferattacke hat man das gerade erkannt. Ne, ich greife mal an mit Sondersensor. Zieht nicht besonders viel ab, glaube ich. Ich schätze mal nur ein kleines bisschen. Ein Fünftel. Ja, das war ein Drittel. Hat mehr abgezogen, als ich erwartet hatte. Gut, nochmal. Wenn es ein Volltreffer wird, dann müsste es sogar ein Kill werden. Ja, fast. Fast zum Kill. Wäre es ein Volltreffer, wäre es ein Kill geworden. Ja genau, schlaf ruhig weiter, während mein Bronzel dich weiter tötet. Okay, das war's. Diesen Angriff wird Bidifass nicht überleben. Gut, das gibt eine Menge Erfahrungspunkte für unser Pokémon. Da das gegnerische Pokémon entwickelt war. 571. Ich habe verloren und bin dazu auch noch hungrig. Dann geht zum Burger King. Frag einen Fettsack, der weiß bestimmt, wo ein Burger King ist. Ist der nicht schön? Ich mag meinen Schwimmreifen. Okay, ja, drei Pokémon. Charellos, die westliche Form. Ich glaube, wenn man es hier wild begegnen würde, wäre es blau. Aber das ist ein Trainer-Pokémon. Deswegen ist es nicht blau, sondern westlich lila oder pink. Aquavelle. Mann, die hat genervt. Bitte nicht verwirren. Ich hasse Verwirrung. Nicht verwirren. Sehr gut. So, das ist der Todesstoß. Unser Petersdom hat fast Level 30. Hoffentlich entwickelt es sich mit Level 30. Dann haben wir ein gutes Bronzong. Was kommt als nächstes? Ein zweites Charellos. Okay, ich benutze Bizarro-Raum. Damit uns Pokémon. Ach verdammt, Bizarro-Raum hat keine AP mehr übrig. Bizarro-Raum hat nur 5 AP. Vielleicht sollten wir das mit AP Plus erhöhen. In dieser Attacke werden wir häufig brauchen. Damit unser Bronzel immer schneller ist als der Gegner. Okay, das Seegesang heilt unseren Bronzel ein bisschen. Warum benutzt du eine Verteidigungshöhenattacke, wenn ich mit Spezialattacke angreife? It makes no sense. No sense. Ah, mein Englisch ist schlecht. Wo ich noch früher in der Schule war, da hatte ich in Englisch immer eine 4. Also zumindest auf der Wirtschaftsschule, da hat mir meine Lehrerin immer eine 4 gegeben. Manchmal sogar eine 5. Weil mein Englisch so schlecht ist.
in der Abschlussprüfung hatte ich dann auch in Englisch eine 4. Das war mein einziger 4er in der Abschlussprüfung. In allen anderen Fächern hatte ich nur 2er und 3er. Nur in Englisch hatte ich ein 4er. Oh Gott, 3 Shalelos. Sehr innovativ, Entwickler. Es gibt so viele Wasser-Pokémon, warum gibt ihr diesen Planscher oder was auch immer das für ein Typ ist, nur Shalelos? Das ist doch langweilig. Na gut, noch langweiliger wären natürlich 6 Karpadors, ja. Das ist wirklich die Einfallslosigkeit schlechthin. Sind auch bereits einen Trainer begegnet, der nur 6 Karpadors, nee, das waren 5 Karpadors, eingesetzt hat. Nein, ich werde nicht zum Singen anfangen, aber die Musik verleitet mich dazu. Ich muss dagegen ankämpfen. So, okay. Wenn ich im Meer bin und so anfange zum Singen, dann habe ich einen Seegesang. Nee, der war schlecht, den kann ich nicht bringen. Der ist schlecht. Schlechter Flachwitz. Aber wenn ich im See schwimme und singe, dann habe ich einen Seegesang. Der ist schon ein bisschen besser, aber immer noch schlecht. Ich konnte mich nicht gut bewegen und bla bla bla. So schnell kann ich nicht lesen. Gut, hier könnten wir theoretisch surfen, leider fehlt uns die VM3 dafür, Surfer. Aber die werden wir bald bekommen. Dann können wir auch das Meer nach Wasser-Pokémon durchsuchen. Gut, hier ist ein riesiger Berg am Strand. Und hier ist ein Item. Hier können wir Zitronen benutzen, leider ist unser Macholo auf der Box. Hier ist noch ein Trainer. Oder auch nicht. Es gibt ein extravagantes Hotel an einem extravaganten Ort, worin sich ein extravagantes Restaurant befindet. Dieses extravagante Restaurant besuchen extravagante Leute, die sich für so extravagant halten, dass sie nicht allein kämpfen wollen. Aha, das war ein extravagantes Satz-Dingens von dir, ein extravaganter Dialog. Ich hatte einen Fisch schon fast eingeholt! Ups, Entschuldigung. Naja, jetzt ist der Fisch immerhin glücklich. Das hier ist Olaf. Und das ist Olaf. Und das ist ein scheiß Karpador. Ich hasse dich. Komm. Oh Mann. Sondersensor hat auch fast keine AP mehr. Nur noch 7. Aber wir haben ja zum Glück die nächste Stadt bald erreicht. Das sollte kein Problem sein. Ah, Karpador, das langweiligste Pokémon der Welt. Seht mich an, ich bin der Karpador. Naja, gratis Erfahrungspunkte, ja. Nein, Erfahrungspunkte und KP. Remoraid, das ist schon ein bisschen besser. Remoraid wird zu einem guten Pokémon, nämlich Octillery, hatte ich schon mal in Soul Silver im Team. Kann viele Strahlattacken wie Eisstrahl, Hyperstrahl, was noch, Aurora-Strahl. Solche Sachen. Und ich habe mein Octillery von damals, glaube ich, immer noch. Und zwar müsste es mittlerweile Level 70 haben. Also ein gutes Pokémon, kann man sich ins Team holen, Octillery. Und was ist sein letztes Wasser-Pokémon? Gardos. Heftig. Warum nicht gleich zu Beginn? Aber nein, er muss uns gleich von Anfang an langweilen mit Karpadors. Eigentlich nur ein Karpador, aber egal. Jedes Karpador ist schlimm. Wenn ihr ein Karpador in eurem Team habt, seid ihr böse Menschen. Nur wer ein Gardos hat, ist cool. Und wenn ihr beides habt, dann gleich zieht es wieder aus, dann ist cool. Und Langweile, das gleicht es dann wieder aus, ne? Volltreffer, wow, sehr schön. Ich glaube, nach diesem Kampf müsste unser Bronze Level 30 erreichen. Und es müsste sich dann hoffentlich entwickeln, wenn wir Glück haben. Mit
dem Level meine ich. Aber ich weiß nicht, wann sich Bonser entwickelt. Ja, vorhin war ein Volltreffer, deswegen hat die Attacke nicht so viel abgezogen wie vorhin. Und Sondersensor hat nur noch 3 AP. Das ist unsere einzige Angriffsattacke. Das gegnerische Gyarados ist gleich verwirrt, da es Fuchtler benutzt hat. Aber es ist down. Jetzt aber, komm! So viele Erfahrungspunkte, dass es für Level 30 reicht, bitte. 1000, boah. 1000 Erfahrungspunkte, heftig. Okay, es erlernt Bodyguard. Ich bin nicht so der Fan von Bodyguard, auch wenn es gut ist gegen Pokémon, die eine Statusveränderung bewirken, wie zum Beispiel Giflor oder was gibt es noch für Viecher? Bisaflor oder Bisaknosp, die haben auch sehr viele Statusveränderungen. Aber sonst ist der Tag eigentlich nicht so nutzvoll. Du solltest vor einem Erwachsenen mehr Respekt haben. So, Entwicklung! Oh, leider nicht, schade. Und hier ist ein Haus. Schritt-Tritt-Haus. Fußabdrücke überall. Gut, vielleicht kriegen wir ein paar Abzeichen oder sowas. Keine Ahnung. Für mich ist das sehr einfach, Pokémon zu lesen. Ich muss nur ihre Fußabdrücke ansehen und ich kann ihre innersten Gedanken erkennen. Oh, du glaubst mir nicht? Nun, dann lass dein Bronzel doch einmal vor mir herlaufen. Bronzel hat Fußabdrücke? Ernsthaft? Aus seinen Fußspuren werde ich lesen können, was es für dich empfindet. Bronzel ist ein sehr schweigsamer Typ. Aha, interessant. Gut. Was es bewirkt, dieser Typ da, kann ich nicht, euch nicht sagen. Ich glaube, der gibt euch eurem Pokémon ein Abzeichen, wenn es euch mag oder so. Ich habe keine Ahnung. Lass mich meine Technik vorführen. So kämpft ein Erwachsener wie ich. Cindy. So heißt doch die Protagonistin von Scary Movie, oder? Aber die wird dann, glaube ich, anders geschrieben. Naja. Gut, Petersdom hat Level 30 und ja, alle unsere Team-Pokémon haben jetzt Level 30. Außer ja, Petersdom ist ein bisschen schwach, denn es hat ein Level weniger als unsere anderen Pokémon. Wartulet Level 31, Frau Löwe auch und Kampffalke hat Level 33. Ich glaube, ich werde jetzt Kampffalken zu Staraptor entwickeln. Was wiederum heißt, ich setze jetzt mal öfters wieder den Kampffalken ein. Denn ein Staraptor in so einer frühen Zeit in diesem Spiel oder an diesem Punkt in diesem Spiel schon ein Staraptor zu haben, ist schon ziemlich heftig. Okay, nochmal Aeoras. Ich hoffe, das gibt ein Level Up. Ich glaube es jedoch nicht. Ich glaube nicht, dass es so viele Erfahrungspunkte bekommen wird. Hm. Ja, ich wusste es. So, greift an. Pa! Gut, ich werde jetzt die Position meines Pokémons verändern. Und zwar werde ich mein Pokémon jetzt an die erste Position stellen. Also meinen Kampffalken. Tausch. Mann, ich muss die A-Taste immer zweimal drücken. Das ist echt schlimm. Ich habe mich immer noch nicht darum gekümmert, das zu fixen. Oben, auf diesem großen Cliff, ist irgendwas. Das sagt mir meine innere Stimme. Aber wie soll ich da nur hinaufkommen mit einem Jetpack? Wie bei GTA. Gut, gibt es hier noch irgendwelche Trainer hier auf dieser Route? Ah, hier sind überall zertrümmerte Felsen. Da komme ich leider nicht vorbei, weil ich mein Macholo nicht dabei habe. Aber wir werden es gleich holen und dann werden wir diese Felsen alle zertrümmern und uns die Item krallen.
Boah, die B-Taste ist auch ein bisschen spackig. Ich kann da immer nur ganz kurz rennen und dann hört es auch schon wieder auf. So, eine Frage, ja, Bäre. Das sind zwei. Denn neben dieser Frage-Bäre ist auch noch eine. Und eine Japa-Bäre, das ist glaube ich eine Rezeptzutat. Und eine Gauwe-Bäre, auch eine Rezeptzutat. Okay. Gut, ist hier noch irgendwas? Versteckte Items oder sowas? Nee, hier sind keine. Hier unten aber vielleicht, wenn wir Glück haben. Ah ja, da ist eins, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nach unten. Na, da kommen wir nicht hin, denn das ist hier unten, da wo der Honigbaum ist, da brauchen wir Zertrümmerer, um dorthin zu gelangen. So, schauen wir uns das Schild hier an. Route 213, Weideburg. Okay. Hey, renn doch nicht von mir weg. Läufst du am Strand durch den Sand, hinterlässt du Fußspuren. Pokémon lieben es genauso sehr wie Menschen, Fußspuren zu hinterlassen. Verdammt, ah, das muss ich immer zweimal drücken, deswegen ist es immer so ein bisschen verzögert. Von Schlaede bis hierher ist es ganz schön weit. Ich bin fertig wie ein Brötchen. Ich mag Brötchen. So, also wir sind jetzt den Weg hier nach Süden gegangen und sind jetzt hier vor Weideburg. Und wir sind hier am Kühnheitsufer vorbeigegangen. Leider konnten wir dort nicht rein, da ein paar Nerds den Weg blockiert haben. Okay. Gut, ich werde mein Pokémon zuerst abholen. Oh Gott, hier gibt es ja die Safari-Zone. Stimmt ja. Oh Mann, ich habe so ein kurzes Gedächtnis. Ich habe das Spiel ja auch nicht so häufig durchgespielt. Und ich glaube, wo ich es letztens durchgespielt habe, das ist schon eine Ewigkeit her. Ich glaube, wo ich das letztens durchgespielt habe, das war Bloody Platin. Und das war vor gut 2-3 Jahren, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Gut, ich nehme zuerst mal Hollow mit. Mein Zertrümmer-Pokémon und lege mein geschlüpftes Voneira in die Box. Okay, als nächstes heile ich meine Pokémon, dann krabbel ich mir die Items und dann machen wir eine Stadterkundung. Die Arena werden wir leider nicht machen in diesen Parts, sondern erst im nächsten, da die Aufnahmezeit glaube ich schon wieder ein bisschen zu lang wird. Okay. Gut, dann gehen wir zurück in diese Route. Warum benutze ich mein Fahrrad eigentlich nicht so häufig? Ich benutze mein Fahrrad viel zu selten. Hier kann ich mein Fahrrad leider nicht benutzen. Ich weiß nicht warum. So, Fahrrad. Okay, hier ist der erste Zertrümmerer Felsen. Ich glaube, das müsste eine TM sein. Vielleicht weiß ich sogar, welche TM das war. Traumfresser. Ayoras war's, okay. Gut, kann man seinen Flug-Pokémon beibringen. Ist eine ziemlich gute Attacke, Ayoras. Hier ist der zweite Felsen, den wir zertrümmern können. Hier müsste das versteckte Item sein. Ungefähr hier war es. Ich schau mal nach. Ah ja, zwei noch unten. Eins, zwei, eins nach links und ein Aufwecker. Wie kommt der Aufwecker dorthin? Ich meine, hier ist doch niemand. Naja, ansonsten ist hier noch ein Honigbaum. Gut, und sonst haben wir eigentlich schon alles ergattert, was es hier gibt.
Außer natürlich die Items, die da auf dem Berg sind, aber da brauchen wir Kraxe dafür und die kriegen wir erst viel später. Wenn ich dieses Bummelin erledige, hat unser Kampfbike Level 34. Diese Chance nutze ich auch. Ich benutze Fliegen, das müsste ein One-Hit-Kill dann werden. Okay, er ist schneller, er benutzt Ruckzuck-Hieb. So, jetzt hat das. Müsste den Level-Up jetzt geben. Okay, Level 34 für Kampfweike. Bald haben wir einen Staraptor. Noch zwei Level. Oh. Okay, wir haben einen Staraptor. Und es erlernt eine mächtige Kampfattacke in Nahkampf. Die bringe ich meinem Pokémon auf jeden Fall bei. Ich glaube, ich verlerne Stahlflügel. Die Attacke haben wir eh kaum benutzt und die ist auch nicht so besonders genau. Okay. Jetzt haben wir ein mächtiges Staraptor. Unsere Gegner werden sich jetzt nun fürchten. Muhaha. Gut, von den Werten her, ein Offensiv-Pokémon, Angriff 92, das ist mächtig. Und Initiative 79. Zum Vergleich mit Frau Löwe, ja, da ist der Initiativwert ziemlich hoch. Und mit unserem ausgeglichenen Waterloo ist es auch schon ziemlich, ja, übermächtig. Okay, ich werde jetzt Waterloo ein bisschen trainieren, damit es sich zu Empoleon entwickelt. Deswegen setze ich es auch in die erste Stelle. Gut, aber jetzt schauen wir uns die Stadt an. Die zwei Leute haben wir uns schon angeschaut. Ich besuche diese Gegend, weil ich das Großmoor sehen will. Ich wohne im Hotel am See. Aha, interessant. Oh Gott, einer von Team Galactic ist hier. Ah, Mann, ist das nervtötend. Was ist mit dir, ein kleines Kind? Mit gerade mal drei Orden? Pff. So kleine Frettchen wie du sollten wissen, dass sie sich besser von Team Galactic fernhalten. Aber ich habe Wichtiges zu tun. Wo lasse ich dieses Paket jetzt am besten platzieren? Ha, einen Bombenjob für Team Galactic. Ja, das haut echt rein wie eine Bombe. Naja, manche Trainer verhindern bewusst, dass sich ein Pokémon entwickelt. Sie warten damit ab, bis das Pokémon einen bestimmten Level erreicht und bestimmte Attacken gelernt hat. Ja, das ist ziemlich nützlich, vor allem wenn man Pokémon entwickelt, die sich mit Stein entwickeln. Da sollte man seinem Pokémon zuerst die passenden Attacken beibringen, bevor man seinen Stein benutzt. Denn wenn man seinen Stein benutzt, denn Pokémon, die sich durch einen Stein entwickelt haben, lernen keine neuen Attacken mehr von selber. Das heißt, man sollte seinem Pokémon erst die Attacken beibringen und es dann mit seinem Stein entwickeln lassen. Das machen viele falsch. Und es ist sehr wichtig zu wissen, dass man sein Pokémon erst mit einem Stein entwickelt, nachdem es die passenden Attacken gelernt hat. Du erinnerst mich an diesen ungeduldigen Jungen, den ich vor kurzem getroffen habe. Er hatte genau wie du ein sehr enges Verhältnis zu seinem Pokémon. Hey, danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Und hiermit zaubere ich vielleicht ein Lächeln auf dein Gesicht. Mit dieser Cellast-Maske wird dein Pokémon bestimmt bezaubernd aussehen. Danke. Und werde ich nie benutzen. Hier ist ein Häuschen. Da bin ich völlig aus dem Häuschen. Hallo, Don. Ich möchte mit deinem Pokémon dein Pokémon ansehen. Vielleicht ist es ja einen Schal wert. Verstehe. Nun ja, das ist nicht das, was ich eigentlich zu sehen hoffte. Ich möchte dich nicht anlügen, daher sage ich es dir offen ins Gesicht. Dieses Pokémon ist weder gut noch schlecht, es ist einfach so lala. Wenn du seine Ausstrahlung verbessern willst, dann gib ihm ein paar Knuspel. Ja? Was hältst du denn von Frau Löwe?
Ich hab dir schon einen mächtigen Knusper gegeben. Verdammt. Oh, Löwe, tausch Waterloo. Okay. Bla 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 bla. Ah. Was? Es ist so gut noch es ist weder gut noch schlecht. Das hat einen Wettbewerb gewonnen, also hör auf mich zu veräppeln. Diese Freundin meines Bruders ist die Wellnessfrau aus Schlaede. Pokémon halten Briefe für sie in der Hand. So bleiben sie in Kontakt. Interessant. Euer Fernseher läuft übrigens. Warum schaltet ihr eure Fernseher nicht aus? Überall läuft ein Fernseher. Das ist bestimmt ein Pokémon-Mythos. Die müssen immer auf dem Laufenden sein. Die Leute aus Sinnoh. Deswegen schauen sie Tag und Nacht RTL. RTL ist in Sinnoh weit verbreitet. Alle Leute hier sind RTL-Fans. Tam, 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 tam. Tag und Nacht schauen sie sich die Sendung mitten im Leben an und auch die Wiederholung. Und dann werden sie zu RTL-Menschen. Ja, ganz Sinnoh besteht aus RTL-Menschen, die den ganzen Tag, 24 Stunden am Tag, RTL schauen. Und deswegen laufen auch überall an der Fernseher, weil sie nichts verpassen wollen von dieser Sendung mitten im Leben oder Familie im Brennpunkt. Alles muss laufen. Das Große ist wirklich riesig. Wie riesig, fragst du? Geh zur Pokémon-Warte und wirf einen Blick darauf. Ach, verdammt, renn nicht von mir weg. Das Großmoor von Weilburg gehört einst zum Meer. Aber das Meerwasser versickerte irgendwann im Boden und zurück. Blieb dieses riesige Feuchtgebiet. Und deshalb soll es hier auch Pokémon geben, die äußerst selten und nur hier zu finden sind. Mhm, okay. Und wieder überall diese Gucklöcher. Das sind überall Kameras, genau, RTL-Kameras. RTL muss schauen, was die Zuschauer tun. Genau. Und hier überall diese Kameras, überall laufende Fernseher. Ach, Sinnoh ist RTL verseucht. So, hier sind ein paar Bären, die nehme ich natürlich sofort mit. Dum, 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 dum. Gut, diese Zutaten werden wir gar nicht benötigen, aber ich sammle sie trotzdem ein, weil man Bären immer einsammeln sollte. Okay. Gut, ist hier ein Item in diesem Stein? Nein. Lustig. Ein Item in einem Stein. Und hier läuft auch wieder der Fernseher. RTL. Im Großmoor setzten sie eine Eilbahn ein, damit man schnell von A nach B kommt. So verhindern sie auch, dass das empfindliche Ökosystem gestört wird. Aha, okay. Und hier ist die Arena, die werden wir uns im nächsten Part anschauen. Weideburgs Arena-Latte ist auf eine seltsame Art atemberaubend. Es ist schwer zu erklären, aber du wirst bald sehen, was ich meine. Ja. Okay, nächstes Häuschen. RTL, Fernseher läuft schon wieder, verdammte Scheiße. Kennst du dich mit Bulmi und ihren unterschiedlichen Formen aus? Nein. Besitzt du Bulmi in all ihren Formen? Nein. Oh, du hast ja nicht mal ein einziges Bulmi? Nein. Magst du sie etwa nicht? Sie sind lustig und niedlich? Nein. Bulmi ist das perfekte Beispiel. Sie zeigen, wie die Umgebung die Persönlichkeit eines Lebewesens formen kann. Nein. RTL, ich hasse dich. Alles klärchen. Das Großmoor sorgt auch an heißen Sommertagen für eine kühle Brise. Dies ist der richtige Ort für Wasser-Pokémon. Nein. So, hier ist ein Fettsack. Gestern war ich beim Burger King. Ich habe mir einen Big Mac bestellt. Aber sie sagten, es Big Mac gäbe es nur bei McDonald's. Ich habe mich sehr verarscht gefühlt. Aha. Gestern war ich bei McDonald's. Okay. Mehr hat er nicht zu sagen. Gut, hier ist ein Typ. Ach, endlich mal ein Typ, der nicht RTL verseucht ist. Oh, danke.
Alle nennen mich Attacken-Maniac, aber ich bevorzuge den Namen Attackenhelfer. Ich kenne alle Attacken, die ein Pokémon lernen kann. Sollte dein Pokémon eines vergessen haben, bist du bei mir richtig. Ich kann auch deinen Pokémon Attacken beibringen, wenn du magst. Als Gegenleistung hätte ich gerne eine Herzschuppe, die sammle ich nämlich. Oh, da ist es, das ist ehrlich und wahrhaftig eine Herzschuppe. Lass mich raten, ich soll einem deiner Pokémon eine alte Attacke beibringen? Welches Pokémon soll sich an eine alte Attacke erinnern? Boah, schauen wir mal nach, was für Attacken unsere Pokémon lernen können. Fangen wir mit Frau Löwe an. Okay, Frau Löwe, Tackle, Silberblick, Ladevorgang, Brüller und Angeberei. Ah, da kommen wir auch schon nach dem Wettbewerb Attacken, okay. Die interessieren uns jedoch nicht. Gut, ansonsten lernst du keine Attacke. Alles klar, schauen wir uns mal unseren Starter an. Gut, unser Starter kann Tackle, Heuler, Blubber, Nassmacher, Schnabel und Flügelschlag. Furienschlag. Flügelschlag wäre lustig, aber es ist nur Furienschlag. Gut, auch keine Attacke, die ich sonderlich brauche. Als nächstes halten wir da unseren entwickelten Kampffalken. Tackle, Heuler, Ruckzuckieb, Flügelschlag, Doppelteam, Notsituation, Wirbelwind und Bodycheck. Ah, Flügelschlag ist verlockend, aber wir haben ja Aeoras. Gut, dann haben wir noch unser Bronzel. AKA Petersdom. Tackle, Konfusion, Begrenzer, Konfu-Strahl und Bodyguard, auch keine sonderlich guten Attacken. Wir können ja später nochmal einen Blick darauf werfen. Wenn wir unser Team vollständig haben, da können wir unsere neuen Team-Pokémon ein bisschen, ja, ein paar Attacken beibringen. Gut, die zwei Fettsäcke haben wir auch schon angesprochen. Versuch dich im Safari-Spiel im Großmoor von Weideburg. Ja, werden wir im nächsten Part machen. Warst du schon mal auf dem Pokémon-Landgut? Ja. Der Besitzer, Herr Reichedel, liebt es, von seinem seltenen Pokémon zu schwärmen. Ach, so ein Snob, okay. Das Großmoor sorgt auch an heißen Sommertagen für eine kühle Brise. Ich glaube, die haben wir auch schon angesprochen. Ja, haben wir schon. Gut, was verkaufen die uns denn hier? Gliebunkel ist das offizielle Maskottchen der Stadt. Gliebunkel hat eine wunderbare Ausstrahlung. Wir hoffen, es findet Fans in der ganzen Welt. Mhm. Klebe Sticker auf die Kapseln und befestige sie dann an einem Pokéball. Fertig. Ein weiterer von mir gestalteter Pokéball in seiner Art einzigartig. Oder einzig, was auch immer. Willkommen, kann ich helfen? Ja. Okay, ich brauche nichts. Aber was verkauft deine Kollegin? Luftbrief, nutzlos. Nestball geht. Finsterball geht. Flottball geht. Okay. Also nichts Wertvolles, was wir einkaufen müssten. Ich studiere die seltenen Pokémon, die man nur im Großmoor findet. Aha. Gut, und was ist hier in diesem Haus? RTL! Ich wandere durch ganz Sinne und schaue immer RTL an. Ich liebe es, über Pflanzen zu pflanzen. Bären zu pflanzen, ja. Ich werde dir auch eine Beere geben. Bitte pflanze sie irgendwo ein. Barbiri-Beere erhalten. Nö, ich habe sie versehentlich nochmal angesprochen. Meine Schwester sammelt täglich Beeren. Bitte besuche uns bald wieder. Nein. Wir kochen auch Beeren. Wir mischen sie. Sie sind lecker. Aha. Macht euren Fernseher aus. Gut, was ist denn hier? Kirche versteckte Items. Warum sollte dieser Ort sonst hier sein? Ja, dieser Ort ist umsonst hier. Verdammt, hier gibt es gar nichts. Gut, und hier geht's zu einer neuen Route. Die schauen wir uns allerdings erst viel später an, wenn wir unser fünftes Team-Pokémon haben.
Gut, und das war's auch schon für Weideburg. Im nächsten Part schauen wir uns die Arena an. Unsere Pokémon müssten ja schon geheilt sein, das heißt, ich muss jetzt nicht zurück ins Pokémon Center gehen. Ich stelle mich hier vor das Schild, damit der Zukunfts-Kevin das lesen kann. Ups, ja, und dann schaue ich mir meine Pokémon an. Ja, sie sind gut, im guten Zustand. Petersdom setze ich vielleicht noch eins weiter nach oben. Gut, und dann mache ich hier an der Stelle Schluss und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir die Arena von Weideburg machen. Also, bis dann, euer Young KP. Ciao!